Ein herzliches Hallo zusammen, hier sind einige Neuigkeiten. 1974 war für Elvis ein arbeitsreiches Jahr. Nach einem weiteren erfolgreichen Engagement in Las Vegas im Januar/Februar ging Elvis wieder auf Tournee. Dieses limitierte 5-Disc-Digipack enthält alle verfügbaren Soundboards der letzten Woche der Tour mit einem Elvis, der in besserer Form ist als zu Beginn der Tour. Dieses Set beginnt mit der Show in South Bend, Indiana am 1. Oktober und endet mit der Show in Wichita am 7. Oktober 1974. Sie können einige großartige und seltene Versionen von Promise It Land, Tats All Right und Till It's Time For You To Go und andere atemberaubende Versionen genießen. Alle Konzerte wurden digital remastert, um eine optimale Klangqualität zu gewährleisten. Das Digipack wird mit seltenen Fotos präsentiert, die während der Tournee aufgenommen wurden. Mel Branch Music ist zurück mit seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 2023. Nach dem großen Erfolg unseres letzten CD- und DVD-Sets Tampa Beef präsentieren wir nun ein komplett neues CD- und DVD-Projekt. Rax Touriches, The Original Mono Mixes, ist ein 2-Disc-Set. Die CD enthält 20 Tracks aus Elvis' Nashville Recording Sessions vom Juni und September 1970, die alle in den originalen Monomixen in erstklassigem Sound präsentiert werden. Sie fragen sich vielleicht, warum Elvis' Musik 1970 noch in Mono abgemischt wurde. Nun, alle 45 RPM-Singles von Elvis wurden zu dieser Zeit, fast bis Ende 1971, noch in Mono veröffentlicht. Jetzt können Sie all diese großartig klingenden Elvis-Tracks in herrlichem Mono auf dieser Veröffentlichung genießen. Hinzu kommen mehrere Splitscreen-Auftritte wie Heartbreak Hotel aus der Dinnershow vom 12. August 1970 und Bridge over Troubled Water. Das Little Sister Get Back Sit Down Medley wurde zum ersten Mal richtig bearbeitet und ist sicherlich eines der vielen Highlights auf unserer DVD. Blue Sude Shows wurde neu bearbeitet, obwohl es bereits im Originalfilm vorkam. Diese DVD bietet Ihnen ein großartiges Erlebnis, das Sie in das Las Vegas des Sommers 1970 zurückversetzt. Großartige Zeiten für einen Elvis-Sammler. Die CD Elvis Country on Stage, Meant to be Played Records. Es ist lange her seit ihrer letzten Veröffentlichung, aber das Warten hat sich gelohnt. Die Serie liefert Scheiben, die nicht zum Sammeln, sondern zum Spielen gedacht sind. Obwohl die meisten Die-Hard-Fans die meisten, alle, Tracks haben werden, ist es eine sehr gute Sammlung von Country-Songs, die live gespielt wurden. Eine, die man mehr als einmal spielen wird. Als Bonus gibt es einige Bühnenproben aus dem Jahr 1973 sowie den letzten Country-Song, den Elvis je gespielt hat, You Really Don't Want to Know, aufgenommen bei seinem letzten Konzert. Blue Moon of Kentucky war der erste Country-Song, den Elvis live sang. Das Artwork hat einen netten Touch, der an eine coole Mischung aus Elvis Country und On Stage erinnert, was zu Elvis Country On Stage führt. From Memphis to Nashville, Essential 50s Splices Band 2, Deluxe Digipack. Der nächste Band der Serie aus den 50ern, diesmal Songs aus den Jahren 1953 bis 1958. Es beginnt mit einigen Sun-Aufnahmen und die meisten klingen ganz anders als zuvor veröffentlicht. Das Acetate-Medley wurde aus den ersten 4 Tracks zusammengestellt, die Elvis für den privaten Gebrauch aufgenommen hat. Blue Moon of Kentucky beginnt mit der langsamen Version und geht dann richtig ab, wenn der Master einsetzt. Urea Herbreaker wurde bearbeitet, das Intro ist anders und es klingt wirklich so, als hätten wir einen alternativen Take. Trying to Get to You wurde spaßeshalber beschleunigt und klingt wie ein Versuch, den Elvis gemacht haben könnte. Tomorrow Night beginnt mit der Originalaufnahme und der spätere Overdub von 1965 fügt sich sehr schön ein. In diesem Moment verlassen wir Memphis und kommen in Nashville an. Iva Sebon wurde mit allen verfügbaren Tracks zusammengeschnitten und man kann hören, wie Elvis verschiedene Ansätze für den Text ausprobiert. Ein Set Loving You Baby wurde erstmals 1985 veröffentlicht, aber hier haben wir die remasterte Version, die noch nicht offiziell veröffentlicht wurde.
Fans dieser Serie wissen, was sie zu erwarten haben und werden mit der neuen Veröffentlichung zufrieden sein. Elvis Unedited Masters Volume 1. Venus Produktions ist stolz, eine neue CD mit unveröffentlichten, unbearbeiteten, overdubbelt oder anders abgemischten Tracks zu präsentieren. Es ist schon eine Weile her seit unserer letzten Veröffentlichung und wir freuen uns darauf, euch wieder unveröffentlichte Tracks in bestem Sound zu präsentieren. Den Anfang macht eine CD im Pappschuber, die wir fast vergessen hatten und die schon seit 3 Jahren fertig ist. Danke fürs Zuschauen, noch einen schönen Tag.